So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Jetzt geht's um Mankind Divided bzw. das neue Deus Ex. Ich habe eine Mission in Dubai spielen können und das Ganze sieht ganz schön aus. Es ist natürlich ein typisches Deus Ex und es gibt sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit, was zum Beispiel die Waffenwahl angeht, ob man Leute töten möchte oder nicht und vor allem auch welche Art von Waffen, weite Distanzen, kurze Distanzen, sowas. Und das Hacking-System ist ein bisschen komisch, ist nicht wirklich ersichtlich, wie es genau funktioniert. Und der Nahkampf ist so aufgebaut, dass man, wenn man einen Nahkampfangriff ausführt, dass der sofort in eine Zwischensequenz wechselt und dann wird der Typ halt ausgeschalten. Und das ist schon ein bisschen doof, weil es einen so ein bisschen aus dem Spielgefühl rauswirft. Was einem auch sehr rauswirft, finde ich, ist diese sehr schnelle Steuerung. Also sie ist irgendwie zu schnell. Aber das Ding ist, glaube ich, nicht mit der Geschwindigkeit der Bewegung, sondern insgesamt das Spiel. Es wirkt irgendwie, wenn man läuft, wenn man schießt, alles zu schwammig und ein bisschen zu schnell gemacht. Es ist schwer zu sagen. Und ich bin auf jeden Fall durch Munitionsmangel öfters gestorben. Und das war so ein bisschen doof, weil es ging einfach darum, die Leute abzuknallen. Und dann bin ich einfach nur durchgelaufen und habe dann den einen Checkpoint erreicht. Und dann war das auch irgendwie geschafft. Das war es soweit zu Deus Ex Mankind Divided. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und schaut auf der Playlist vorbei für alle Gamescom-Videos. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!